Hey, liebe Leute und willkommen zurück in den Noob Reviews in Tekken 7. Wir haben uns im letzten Mal mit Feng beschäftigt und heute kommen wir zu einem Charakter, den ich schon seit Release oder schon seit der Ankündigung von Tekken 7 super interessant, faszinierend fand. Den ich allerdings auch relativ schwer zu spielen fand, so als ich ihn am Anfang ausprobiert habe. Wir spielen heute mit einem neuen Charakter. Also eben ein Charakter, der in Tekken 7 neu ist. Sich allerdings ein bisschen ähnlich wie ein alter Charakter kämpft, nämlich Marduk, der es dann aber später per DLC auch noch mit reingeschafft hat. Wir beschäftigen uns heute mit Gigas. Und ich finde sein Standard-Outfit halt eigentlich sau cool. Aber seit ich rausgefunden habe, dass man hier die Custom-Outfits spielen kann, er hat so ein Dragon Quest-Outfit, nämlich das hier. Und eigentlich reizt es mich schon sehr, das heute auszuprobieren. Aber ich würde sagen, wir machen das so. Ich würde jetzt erstmal normal spielen, vielleicht in seinem Metal-Outfit. Und dann eben hinterher nochmal in die Customization gehen. In den Trainingsmodus. Und da das nochmal ausprobieren. Ich würde sagen, ich spiele mit seinem Metal-Outfit jetzt mal. Weil das fängt ihn, glaube ich, ganz gut ein. Aber ist trotzdem eben nicht Standard-Outfit. Ich bin so jemand, ich mag es immer lieber ein bisschen special. Aber nicht so krass special, dass ich mir ja... Ach, es gibt ja Leute, wenn man sich da online die Leute anschaut, wie die ihre Charaktere verunstalten, ist schon manchmal ganz schön krass. Okay, Gigas. Ja, ich bin gespannt. Also man sieht oben, Ninth Gear, ich habe mit ihm schon mal gespielt, weil ich ihn eben mal ausprobiert habe. Neuer Charakter eben. Aber ist jetzt nicht so, dass ich ihn gut kenne. High Armor King. Deswegen erwartet jetzt nichts erstmal. Also ich glaube, er ist ziemlich schnell, auch wenn er gar nicht... Okay, nee, er ist sehr langsam. Und ja, wir gucken einfach mal. Wie gesagt, ich kenne ihn... Oh, das war der falsche Wurf, den wollte ich gar nicht machen. Ich kenne ihn eben nicht sehr gut. Ist ja auch noch ein neuer Charakter. Die kennt man dann sowieso prinzipiell erstmal noch ein bisschen schlechter als die, die es schon seit Teil 3 gibt oder so. Oder seit Teil 1. Gucken wir mal. Habe ich mir das jetzt gerade nur eingebildet oder hat er als Ausgleich für seine Geschwindigkeit ein bisschen mehr Schaden gedrückt? Ich bin mir gerade nicht sicher. Kann sein, dass mir das nur so vorkommt. Kann auch sein, dass ich ein völlig bescheuertes Gefühl für, also völlig schlechtes Gefühl für Geschwindigkeit habe. Also es kann auch sein, dass er vielleicht gar nicht langsam ist und nur so aussieht, dass ich mir das jetzt einbilde wegen seiner Masse. Weil er hat gut Masse. Aber er ist ziemlich klein, ne? Wenn man ihn so sieht, würde man erstmal denken, okay, der ist jetzt 3 Meter groß. Aber wenn er hier so neben Elisa steht, ist er halt, naja, okay. Ich wollte gerade sagen, er ist nur ein Kopfgröße, aber er steht halt auch mit einem mega krummen Rücken da. Also ich glaube, er ist doch schon ziemlich groß. So, gucken wir jetzt mal. Probieren wir mal ein bisschen was zu kombinieren. Ich habe mit ihm noch gar keine Combo jetzt hinbekommen, ne? Ich habe immer nur diese einzelnen Angriffe gemacht. Elisa, kannst du... Hallo! Darf ich jetzt mal bitte wieder was machen, Alter? Okay, es ist echt schwer mit ihm was hinzukriegen, was mehr als ein Angriff lang ist. Das war jetzt notwendig, das war echt knapp. Okay, also sie ist gefühlt so sein Nemesis. Oder wie man das halt auch nennt. Also jedenfalls... Die hat mich gerade ganz schön auseinandergenommen. Und ich habe mit ihm, glaube ich, noch keinen einzigen kombinierten Angriff hinbekommen. Kuma! Hatten wir Kuma in dem Format überhaupt schon als Gegner? Wir hatten viele noch nicht als Gegner, aber hatten wir... Kuma? Kuma? Kuma ist auch langsam. Kuma finde ich auch schwer zu spielen. Aber da kommen wir ja noch zu. Da sind wir noch lange nicht. Wir sind jetzt bei G. H, I, J, K. Oh, da kommen noch ganz paar Charaktere vor Kuma. Förderungskampf!
Ja, man hat bei dem Outfit sieht man sehr gut durch, dass da eben dass da etwas unter der Maske ist. Man sieht es nur nicht. Okay, ich will jetzt mal einen Angriff kombinieren. Ah, ich habe gerade einen Angriff kombiniert. Oh, da schon wieder, ey. Ich bin der Meister. Irgendwie machen die Gegner gerade nichts, oder kommt mir das nur so vor? Oder hat Gigas irgendwie so eine Kampfabfolge, dass es quasi jedes Mal genau deren Angriffsstartknopfdruck cancelt? Oder so, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Ich bin sehr gespannt, welche die letzten beiden Charaktere vom Season Pass 3 sein werden. Weil ich denke schon, dass es die letzte Season sein wird. Ich glaube nicht, dass noch eine vierte für Tekken 7 kommt. Oder vielleicht doch, ich werde Tekken 8 kommen, der wird der PS5. Na mal gucken. Also Heihachi, das ist mir jetzt schon so häufig aufgefallen, bei jedem Charakter. Er hat irgendwie ein Talent dafür, sich exakt unter Würfen durchzuducken. Fuck off. Ja, und es fehlen eben noch sehr, sehr, sehr viele Charaktere aus den Vorgängern. Deswegen würde ich mich natürlich einerseits freuen, wenn von den DLC-Charakteren noch irgendjemand ein Klassiker ist. Auf der anderen Seite würde ich mich allerdings noch mehr freuen, wenn noch irgendein cooler neuer Charakter kommt. Also in der Fanbase haben ja alle gehofft, das war knapp, dass Kiryu Kazama aus der Yakuza-Reihe, also Ryoga Gotoku, kommt, was mich auch sehr gefreut hätte, weil ich bin wirklich sehr, sehr großer Yakuza-Fan. Ich spiele gerade den sozusagen dritten Teil. Also ich habe Kiwami gespielt, dann Zero und jetzt Kiwami 2. Und ich besitze auch alle anderen außer Teil 6 schon. Und bin wirklich ein ganz großer Freund davon. Macht mir mega viel Spaß und ich liebe die Charaktere und die Welt und alles sehr. Deswegen hätte ich das wirklich ultra cool gefunden, wenn er wirklich... Okay, sie wird mich jetzt richtig auseinandernehmen. Wenn er wirklich der letzte Charakter gewesen wäre. Aber kürzlich, am 25. Oktober, gut, für euch ist es wahrscheinlich schon ein bisschen länger her als für mich. Bei mir ist gerade Anfang November. Da war so ein Tekken World Tournament Kram. Und da wurde unter anderem auch... Also halt ein bisschen was über den Season Pass 3 gelabert. Und unter anderem wurde, glaube ich, bestätigt, dass keiner von den... Das war so hardcore knapp. Dass keiner von den upcoming Last Two Characters ein Gastcharakter sein wird. Und das soll für viele Fans inklusive mir sehr enttäuschend. Auf der anderen Seite bietet es allerdings noch mehr Potenzial für neue Charaktere, was ich cool finden würde. Und selbst wenn es noch irgendein alter Charakter ist, finde ich es auch cool. Ich meine, es ist... Gib mir jeden Charakter. Ich würde mich nur für jemanden freuen, der sich ein bisschen spielt wie Wang, weil ich weiß, dass ich Wang in, ich glaube, Teil 6 oder Teil 5, ich bin mir nicht sicher. In einem davon habe ich mit Wang richtig, richtig abgerockt. Und jetzt habe ich Kazumi mit Gigas gerade so weggefickt. Ja, halt mal die Schnauze. Wo war ich gerade stehen geblieben? Genau, es ist Tekken, ich freue mich über jeden Charakter und ich mochte Wang früher wirklich extrem gerne und würde mich über jemanden freuen, der ihm ähnelt oder vielleicht sogar er selbst ist. Naja. Das Coolste, was sie machen können, ist, wenn sie Ogre oder True Ogre reinbringen. Das wäre halt wirklich das Allercoolste, was sie machen können. Und selbst Jinpachi fände ich ultra cool, weil ich mag Jinpachi. Nicht seine Überform aus Teil 5, sondern seine normale menschliche Form, die es unter anderem auch in Tag Tournament 2 gab. In Teil 6 auch? Nein, ich glaube in Teil 6 nicht, oder? Nee, ich glaube nicht. Ja, das fände ich auch super cool. Aber wir werden sehen. Gut, wir kommen jetzt mal zurück zum Thema. Ich bin jetzt viel abgeschwiffen. Gigas. Ich war mir über die ganzen Kämpfe ziemlich sicher, dass ich ihn sehr weit unten einstufen werde, bis ich gerade in der letzten Runde irgendwie so ein Comeback hatte und Kazumi mir einfach nur zernudelt habe wie nichts. Also ich kann euch mal so viel sagen, mein Gedanke bisher war, ihn zwischen Eddie und Alisa einzuordnen.
weil er ist nicht so ultra schwer, also nicht so unmöglich zu spielen wie. Nee, unmöglich ist das falsch. Aber er ist nicht so weird zu spielen wie Eddie. Also über Eddie kommt er definitiv. Aber er ist wesentlich weniger einsteigerfreundlich als Alisa. Gerade eben was Kombinationen angeht. Man hat gerade gemerkt, also bis ich da mal irgendwie nur eine 2-Hit-Kombo hinbekommen habe, da musste schon ordentlich was passieren. Auf der anderen Seite hat er irgendwie, ich weiß nicht, ob mir das jetzt nur so vorkam, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich mega gut in der Lage war, die Bewegungen des Gegners zu canceln mit ihm. Und vor allem hat seine Rage Art eine ziemlich große Reichweite, was man nicht von jedem Charakter behaupten kann. Wenn ich mir da nichts einbilde. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es Charaktere gab, die eine wesentlich geringere Reichweite hatten. Und dabei spreche ich definitiv nicht von Devil Jin. tja. Das macht es jetzt schwer. Also er battelt sich jetzt definitiv mit Alisa. Da drüber oder da drunter. Wenn man das Mysterium hinter ihm, seine Optik und ihn alles noch mit reinzählt und ein bisschen höher gewichtet, muss ich ihn über Alisa stellen. Er kommt auf den aktuell drittletzten Platz zwischen Alisa und Dragunov. Ja, das ist okay für mich. Damit bin ich zufrieden, damit bin ich einverstanden. Und jetzt möchte ich allerdings noch direkt, ich wollte sowieso noch mal kurz ins Training gehen und sein cooles Dragon Quest Outfit anziehen, weil ich das Ingame noch nie gesehen habe. Und da kann ich noch mal kurz sagen, mal kurz vorausblicken für den nächsten Part. Der nächste Part wird interessant, auf den bin ich nämlich besonders gespannt. Deswegen kann ich, also möchte ich darüber jetzt schon mal ganz kurz reden. Wir werden uns im nächsten Part nämlich auseinandersetzen mit Heihachi. Er ist laut alphabetischer Reihenfolge, ohne DLC, ist er der nächste Charakter. Und ich bin sehr gespannt, weil wie gesagt, ich weiß, dass ich mit Heihachi mal richtig, richtig gut konnte. Das ist allerdings auch wieder schon eine Weile her und ich weiß aber auch, dass Heihachi ziemlich schwer zu spielen ist. Ich weiß aber vor allem auch, dass es Heihachi in Soul Calibur 2 gab und das war auch cool und ich liebe Soul Calibur und ich finde dieses Outfit so cool. Er hat auch irgendwie, ich habe das gerade kurz, ja genau das meinte ich. Ich weiß nicht mehr, wie wiegen das, war das... Irgendwie hat er eben so ein, was ich gerade zweimal gemacht habe, so ein Stampflauf geradeaus und mit dem kann man dann auch, glaube ich, ganz böse Sachen machen, wenn ich mich nicht... Au. Ich würde gerne mal seinen Wurf von hinten noch mal kurz sehen. Also seine beiden Würfe von hinten interessieren mich. Au. Und der andere Wurf von hinten. Au. Tja, also bei Gigas interessiert mich jetzt eben auch so sehr, weil ich wette, mit Gigas kann man gut was machen. Man muss ihn einfach nur ein bisschen lernen, ein bisschen rausfinden. Oh, da habe ich gerade was kombiniert. Aber eben, wie man da hinkommt, ja, das ist eben die Frage. Und ich habe so gut wie gar keine X-Angriffe mit ihm gemacht, fällt mir gerade auf. Aber ich glaube, seine Beinangriffe sind auch echt ultra langsam. Ich glaube, er ist wirklich eher der Armkämpfer. Okay, liebe Leute, im nächsten Part, wie gesagt, Heihachi. Ich hoffe, ihr seid gespannt drauf. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt auf den nächsten Part. Und meine Meinung und die Einordnung von Heihachi. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.